vom zweiten Video und gleich ein Hashtag Hi-Hi-Video. Und gleich im Voraus bleibt unbedingt bis zum Ende dran, weil am Ende verkünde ich mir nämlich noch was oder gebe noch ein paar Infos bezüglich meines Kanals und mit den Videos, wie das alles so weitergeht und so. Und okay, jetzt kommt erstmal das Intro. So, da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Kann ich das Video beginnen? Ja. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, mit YouTube habe ich angefangen, weil es mir einfach Spaß macht, ich meine Fantasien ausleben kann. Und ich hoffe, ich kann euch mit meinen Videos ein bisschen unterhalten. Wenn ja, zeigt sie mit einem Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen. Und ja, okay, also einfach, weil es mir halt Spaß macht, mich vor die Kamera zu setzen und einfach irgendwelche Scheiße zu labern. In der Hoffnung, dass es irgendjemand da draußen gefällt. Und ja, das ist der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Würdest du auch mal eine Verlosung machen? Das weiß ich noch nicht so genau, aber ich denke ja. So, die nächste Frage. Hast du Zeit, wann deine Videos kommen werden? Nein, habe ich jetzt nicht direkt. Also, eigentlich nicht, nein. Hast du ein Ziel für deine Zukunft? In Klammern Job, Reiseziele. Ja, habe ich wirklich. Also Job habe ich jetzt keinen direkten, aber ich will irgendwas, wo man kreativ sein kann, wo man viel Fantasie braucht, also auch vielleicht irgendwas mit Zeichnen oder so, also irgendwas Kreatives. Ich will was Abwechslungsreiches, also irgendwas, wo man nicht den ganzen Tag bloß da sitzt und die gleiche Scheiße macht, sondern irgendwas, wo man jeden Tag was anderes hat, immer Action. Das ist was für mich. Und Reiseziele, ja, ich wollte extrem gerne mal in die USA, dort war ich nämlich noch nie. Und ja, Land der Träume. Bist du auf anderen sozialen Netzwerken tätig? Nein, also ich bin bloß auf YouTube und Instagram. Mein Instagram-Namen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Okay, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sprachinger, tut mir leid. Und da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Bist du dumm? Wie man sieht. Ich denke, ich bin nicht dumm. Andere sagen, ich bin dumm. Naja, das kann es irgendwie flüssig. Ich hoffe, ich kann es rausschneiden. Ach, lass einfach drin. Okay, jetzt kommen noch ein paar Themen. Wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, ja, also viele haben mich angesprochen wegen, ja, deine Videos schlechte Qualität und so. Ja, es ist jetzt so, dass hier überall so kleine Pixel sind, weiß nicht, wie man das nennt. Und das liegt einfach daran, ich habe meinen YouTube-Kanal habe ich auf meinem Handy. Und ja, also ich habe zwar eine Kamera, das ist die hier. Hier habe ich eine Kamera. Und ja, also mit der könnte ich dann schon aufnehmen, aber ich weiß eben nicht, wie ich das dann eben mache, dass ich sich das mit der Kamera aufnehme und dann die Aufnahme aufs Handy übertrage, damit ich es da bearbeiten und hochladen kann. Falls ihr Tipps habt, auf jeden Fall mal ab damit in die Kommentare, würde mich riesig freuen und sehr wichtig, also bitte schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr darüber Bescheid wisst. Okay, da kommen wir gleich schon zum zweiten Punkt und zwar das Wasserzeichen. Das Wasserzeichen, es müsste entweder in der oder in der Ecke, glaube ich, in einer der beiden Ecken müsste das jetzt sein. Das Wasserzeichen von Viva Video und ja, ich weiß, es gibt bessere Bearbeitungs-Apps, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich eben nervt, ist das mit dem Wasserzeichen, aber ich hoffe, euch stört es nicht so sehr. Aber ansonsten bin ich wirklich zufrieden mit der App und ja, da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und zwar fahre ich morgen in den Skiurlaub mit meinem lieben Vater. Fahren wir morgen in den Skiurlaub und zwar in die Schweiz und da habe ich geplant, vielleicht einen Vlog zu machen und es wird auf jeden Fall richtig hektisch und weil wir müssen morgen 3 Uhr, 4 Uhr morgens aufstehen, damit wir dann dort sind, wir besuchen dort welche und zwischendurch halten wir auch nochmal an bei Bekannten und deswegen wollte ich bloß Bescheid sagen, dass da wahrscheinlich noch einige Vlogs kommen werden und okay, falls euch dieses Video gefallen hat, falls ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen und natürlich ein Abo. Und okay, mein Instagram-Account oder zumindest mein Name auf Instagram ist verlinkt oder könnt ihr lesen in der Videobeschreibung. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr weitere Ideen habt für irgendwelche neuen Videos, für Challenges, was, whatever. Und okay, da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da nochmal vorbeischaut und ja, also auf dem Instagram-Account meine ich jetzt und okay, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video und bis dahin, ciao.